Freundinnen und Freunde der Sterne, im März steht die nächste große Sonnenwende an, der Frühlingsanfang, und damit beginnt das neue astrologische Jahr. Aber nicht nur das, es ist auch Finsternissaison und unser Karma offenbart sich. Nun wird es Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie beeinflussen vergangene Begegnungen und Entscheidungen unser Jetzt? Aber Achtung, der stürmische Uranus bringt Unruhe in unsere Beziehungswelt. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen, einen Seelenpartner zu treffen. Es wird also ein spannender Monat und ich nehme euch mit auf eine Reise durch die Sternzeichen, um zu erkunden, was der März für jeden von euch und euren Aszendenten bereithält. Exklusiv bei mir bekommt ihr lebensnahe Tipps, um durch diese dynamische Zeit zu navigieren. Seid ihr bereit? Dann lasst uns gemeinsam in die Tiefen eurer Sterne eintauchen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. Und in diesem Beitrag wollen wir uns die Tendenzen im März 2024 für die 12 Sternzeichen und Aszendenten anschauen. Erneut erwartet uns eine dynamische Phase, beginnend mit der sanften Fischesaison. Dann folgt die nächste große Sonnenwende, nämlich der Frühlingsanfang. Mit dem Vollmond am 25. März gehen wir dann in die Finsternissaison und anschließend ist Ostern. Es gibt also einiges zu besprechen und die Timecodes für euer jeweiliges Sternzeichen bzw. Aszendenten, die findet ihr in der Videobeschreibung oder den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Vorher wollen wir uns aber noch die kosmische Schwingung des Monats anschauen und ich werde euch ein bisschen darauf einstimmen, was euch alles erwartet. Es ist hilfreich, wenn ihr euch das anschaut, dann versteht ihr nachher besser den kosmischen Kontext für die Deutung eures Sternzeichens und Aszendenten. Außerdem habe ich auch wieder Rabattgeschenke und ein Gewinnspiel für euch. Ich freue mich sehr, dass ihr das Angebot mit dem Pluto-Horoskop so gut genutzt habt. Ganz offenbar herrscht da viel Bedarf und es gilt ja auch noch weiter bis zum 29. Februar. Also, wenn ihr es noch nicht habt, sichert euch schnell noch die 20% Rabatt. Ich freue mich auch mega, dass so viele von euch sich schon zum Zukunftsworkshop angemeldet haben. Habt ihr davon noch nichts gehört? Dann hier nochmal schnell zur Info. In diesem Workshop geht es darum, welche langfristigen Zukunftstendenzen in eurem Horoskop wirken. Dazu schaue ich mir das Geburtshoroskop jedes Teilnehmenden vorher an und ihr bekommt eine persönliche Analyse, in welchen Lebensbereichen sich die wichtigsten Zukunftsentwicklungen für euch abspielen werden. Und dann gehen wir das gemeinsam durch. Der Zukunftsworkshop findet am 3. April als Zoom-Meeting statt. Sichert euch jetzt euren Platz und seid dabei. Gleich schauen wir in die spannenden Karma-Konstellationen vom März, aber vorher habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Diesmal verlose ich eine Mars-Analyse, denn wir haben in den kommenden Wochen und Monaten einige krasse Mars-Aspekte. Vom 5. bis zum 15. März gehen Krieger Mars und Revoluzzer Uranus in den Clinch. Da wackeln im Kosmos die Wände und bei manchem von uns zu Hause wahrscheinlich auch. Weitere kritische Mars-Aspekte haben wir im März und im Juli und da kommt die Mars-Analyse gerade recht, um zu schauen, wie der Mars im persönlichen Horoskop steht. Und einer von euch kann die Mars-Analyse in diesem Monat gewinnen. Mehr dazu, wie das Gewinnspiel funktioniert, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Service-Teil. Und hier ist meine glückliche Gewinnerin aus der Verlosung vom Februar. Ein Partnerhoroskop geht an Katrin 2269. Vielen Dank für dein sehr liebevolles und schmeichelhaftes Feedback. Schreib uns bitte eine E-Mail an service@antonialangsdorf.com mit deinen Daten und denen deines Herzensmenschen und dann mailen wir dir dein Partnerhoroskop zu. Und jetzt schauen wir in die kosmische Schwingung des Monats März. Der März beginnt im Zeichen der sanften Fische, eine Zeit, die oft mit einer gesteigerten Empathie einhergeht und die Dinge wieder in den Fluss bringt. Wenn ihr sensibel seid, spürt ihr besonders deutlich, wie es euren Mitmenschen und tierischen Freunden jetzt geht und habt vielleicht sogar die eine oder andere Eingebung für die Zukunft. Denkplanet Merkur befindet sich ebenfalls in den Fischen und fördert eine empathische und mitfühlende Kommunikation. Gleichzeitig steht hier auch Meister Saturn, der in den Fischen etwas weniger streng ist als sonst.
Diese besonders sensible Phase hilft uns dabei, die karmischen Schwingungen stärker wahrzunehmen, die jetzt unser Leben durchdringen. Die Schicksalsanzeiger Mondknoten spielen im März eine zentrale Rolle. Sie treffen sich nämlich nicht nur mit Heiler Chiron, sondern auch mit dem Vollmond am 25. März und damit beginnt die nächste Finsternissaison. Das ist eine Zeit, in der sich unser Karma offenbart. Stärker als sonst nehmen wir wahr, mit welchen Handlungen wir in unserer Vergangenheit Karma erzeugt haben und auch, welche Menschen auf unserem Lebensweg daran beteiligt sind oder waren. Es ist eine Zeit, um Altes zu verarbeiten und loszulassen und um Wunden der Vergangenheit zu heilen. Und es ist eine Zeit, um sich für das, was kommt, zu öffnen und besser zu verstehen, wie wir im Hier und Jetzt unsere Zukunft selbst formen und beeinflussen können. In der Astrologie steht das Zeichen Wassermann für die Zukunft und hier befinden sich immer noch Venus und Mars und jetzt außerdem ja auch noch Pluto. Insofern erhalten wir weiterhin viele Impulse für unseren Aufbruch in die neue Zeit. Neue Beziehungen formen sich und Freundschaften kommt eine besondere Bedeutung zu. Vielleicht erlebt ihr auch Zukunftsimpulse durch neue Leute, denen ihr begegnet. Zum Start in den März gibt es ein konstruktives Planetentreffen, das günstig ist, um verständnisvoll und doch konsequent Entscheidungen zu treffen. Hilfreich ist dabei auch, dass sich Götterbote Merkur mit dem spirituellen Neptun verbindet. Das hilft uns, Blockaden im Denken aufzulösen und mehr Empathie und Verständnis für andere aufzubringen. Unsere Antennen sind besonders empfänglich jetzt für die spirituelle Energie und Eingebung. Außerdem ist es eine schöne und fantasievolle Konstellation für alle, die kreativ oder spirituell arbeiten. Nutzt deshalb die Zeit zwischen dem Vollmond am 24. Februar und dem 3. März, um euch verbindlich und liebevoll auf etwas zu einigen. Damit schafft ihr eine Grundlage, um die darauffolgende schwierige Phase mit Chaosplanet Uranus gut zu überstehen. Etwa vom 3. bis zum 12. März kann es zu Unruhe und Überraschungen in unserer Beziehungswelt kommen. Dabei geht es um Freiraum und Selbstbestimmung oder wir sind vielleicht einfach nur spontan und haben unseren eigenen Kopf. Jedenfalls kann es schwierig werden, sich über etwas zu einigen. Das gilt übrigens auch für Freundschaften und Geschäftsbeziehungen. Meine Empfehlung wäre, in dieser Zeit keine überstürzten Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sich einfach mal daran zu halten, was man sich vorgenommen hat. Zum Beispiel, wenn es um die Osterpläne geht. Wenn aber doch von außen etwas dazwischen kommt, sollte man sich möglichst sachlich um Lösungen bemühen und dabei Rücksicht aufeinander nehmen. Eine kritische Phase haben wir zwischen dem 5. und dem 15. März, nämlich eine hochexplosive Spannung zwischen Kämpfer Mars und Revoluzzer Uranus. Und sie erreicht die größte Intensität um den 9. März herum. Das ist eine Zeit, in der man wirklich aufpassen muss, dass es nicht zu Zusammenstößen kommt. Und zwar sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch ganz wörtlich auf der körperlichen Ebene, etwa im Straßenverkehr oder durch Unfälle im Haushalt. Typisch für diese Energie ist, dass man die Geduld verliert oder in hektische Situationen hineingerät und dadurch unachtsam wird. Nehmt euch also bitte vor, in der Zeit vom 5. bis zum 15. März besonders aufmerksam zu sein. Eine ganz einfache Maßnahme ist zum Beispiel, euch mehr Zeit zu lassen. Fahrt zu euren Terminen eher los oder fangt früher an, wenn ihr eine Deadline habt. So könnt ihr den Druck ein bisschen herausnehmen. Besonders betroffen von der explosiven Mars-Uranus-Spannung seid ihr, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen zwischen 17 und 22 Grad der fixen Zeichen habt, also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Zum Beispiel euer Sternzeichen, Mond oder Aszendent oder eben auch euren Mars. Dann ist es sogar besonders kritisch. Hier kann die 90-Sekunden-Regel wertvolle Dienste leisten, indem man sich kurz emotional ausklingt, durchatmet und wieder zu sich selbst findet, um danach die Sache ruhiger zu betrachten. Infos zu dieser fantastischen Übung findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Meldet mir gerne mal zurück, wie die 90-Sekunden-Regel für euch funktioniert und ob ihr vielleicht im März brenzlige Situationen erlebt. Am 10. März haben wir einen wichtigen spirituellen Neumond im Zeichen Fische. Hier zeigt uns Heiler Chiron in Verbindung mit den schicksalhaften Mondknoten, dass es darum geht, Gegensätze und Aufspaltungen zu überwinden und zur Heilung und Ganzheitlichkeit zu finden.
Und wir können auch wahrnehmen, wo wir durch unser eigenes Karma dazu beigetragen haben, dass die Welt jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Die Konstellationen des Neumonds fordern uns dazu auf, darüber nachzudenken, wo wir unnötige Mauern und Trennungen aufgebaut haben und hier etwas zu heilen. Das betrifft unsere Beziehungen, aber zum Beispiel auch die Aufspaltung zwischen Wissenschaft und Spiritualität und zwischen Natur und Technik, sogar die Aufspaltung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles ist eins, alles ist mit allem verbunden und jegliche Trennung ist eine Illusion. Okay, das ist jetzt höhere Spiritualität, aber das kam mir so in den Sinn, als ich mir die Konstellationen angeschaut habe. Vielleicht regt euch diese Idee zu einer Neumond-Meditation an und ansonsten findet ihr natürlich noch weitere Vorschläge und Ideen zum Neumond gleich im Sternzeichenteil. Am Tag des Neumonds, am 10. März, wandert Götterbote Merkur ins Pionierzeichen Widder. Nun kann der Umgangston in Gesprächen und Diskussionen etwas rauer und frecher werden. Andererseits unterstützt dieser mitreißende Merkur ein mutiges Denken, was die Zukunft anbetrifft. Wenn wir uns also zu Neumond ein neues Projekt vornehmen oder etwas Neues beginnen, haben wir gleich kühne Ideen und Inspirationen, wie wir das umsetzen können. Auch Erfinder Uranus steht günstig für neue Einfälle und unkonventionelle Lösungsansätze. Am besten, ihr haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, eure Eingebungen zu notieren, denn die können auch ganz schnell wieder weg sein. Die gefühlvolle Fische-Energie ist weiterhin stark, denn am Tag nach dem Neumond in den Fischen, am 11. März, wandert auch Venus in die Fische, wo sie besonders günstig steht und liebevolle und fantasievolle Schwingungen aussenden kann. Sie läuft dann auf den strengen Saturn zu, was normalerweise Liebeskummer oder Ernüchterung anzeigen kann. Aber keine Sorge, das dürfte diesmal nicht so unangenehm ausfallen, denn der kosmische Kontext ist wohlwollend und konstruktiv. Wir dürfen damit rechnen, dass diese Energie unsere festen und verlässlichen Beziehungen stärkt. Nach dem wilden Ritt mit Venus und Mars im Wassermann kommen wir dann langsam wieder in ein ruhigeres Fahrwasser und sehnen uns in unseren Beziehungen nach Zärtlichkeit und Frieden. Dabei unterstützt uns auch der wohlwollende Jupiter und so denke ich, dass die zweite Monatshälfte unserem sozialen Leben guttun wird. Dafür spricht auch, dass die Sonne sich am 17. März mit dem sanften Neptun verbindet, was all denen, die spirituell helfend und heilend arbeiten, den Rücken stärken dürfte. Außerdem regt es unsere Fantasie an und macht uns offener und empathischer für die Nöte unserer Mitmenschen. Am 20. März um genau 4.06 Uhr am Morgen wandert die Sonne dieses Jahr in den Widder und dann haben wir einen der vier wichtigen Sonnenwendpunkte des Jahres, die Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Und das ist dann auch der Frühlingsanfang. Tag und Nacht sind genau gleich lang. Danach werden die Tage immer länger und die Nächte immer kürzer bis zur Sommersonnenwende. Übrigens ist das dieses Jahr schon am 20. März, nicht wie sonst meistens am 21. Und das liegt daran, dass wir am 29. Februar einen Schalttag eingelegt haben. Dadurch verschieben sich jetzt alle nachfolgenden Sternzeichendaten ein wenig nach vorn. Der Beginn der Widdersaison markiert den Beginn des neuen astrologischen Jahres. Ab jetzt tritt die Sonne ihre Jahresherrschaft an und stärkt unsere Herzen und unseren Mut. Und die Konstellationen verraten, dass nicht nur während der Widdersaison, sondern im gesamten Frühjahrsquartal Beziehungsthemen besonders wichtig sind und tief unter die Haut gehen können. Stellt euch auf ein intensives Auf und Ab der Frühlingsgefühle ein. In welchen Lebensbereichen euch die Widdersonne mit Frühlingsenergie und Aufbruchsstimmung erfüllt, das erfahrt ihr gleich im Sternzeichenteil. Am 23. März kommt noch eine andere energetische Strömung auf. Dann nämlich wird Kampfplanet Mars aus dem chaotischen Wassermann in die sanften Fische wechseln. Nochmal schnell zur Erinnerung: Der Wassermann ist ja ein Luftzeichen und das Element Luft kommt dem feurigen Mars entgegen, da kann er sich gut entfalten. Doch jetzt taucht der Mars ins Wasserzeichen Fische ein. Da könnt ihr euch vorstellen, dass es erstmal ordentlich zischt und blubbert. Und anschließend kommt es zu einer Art Abkühlung und Transformation der Marsenergie. Im Wasserzeichen Fische kann sich der Kampfplanet nicht so gut einbringen. Oder sagen wir, er muss sich erstmal dran gewöhnen. Es heißt in der Astrologie, dass ein gut entwickelter Mars in den Fischen ganz subtile Kräfte und feinstoffliche Energien freisetzt, um für uns zu kämpfen.
Die Kombination des kraftvollen Mars mit den empathischen Fischen kann eine große Hilfsbereitschaft hervorbringen. Man verspürt dann den Wunsch, schwächeren und bedürftigen Wesen zur Seite zu stehen und die persönliche Durchsetzungskraft in den Dienst des Nächsten zu stellen. Ein schönes Bild dafür wäre der Rettungsschwimmer, der die Gefahren seines Wasserelements kennt und denjenigen hilft, die darin unterzugehen drohen. Im ungünstigen Fall kann Mars in den Fischen aber auch eine Neigung zu passiv-aggressivem Verhalten anzeigen. Das heißt, man versucht, sich durchzusetzen, indem man andere manipuliert und dazu bringt, sich um einen zu kümmern. Oder man schafft es, andere für sich kämpfen zu lassen, wo man besser selbst für sich eingestanden wäre. Es ist also ein komplexer Mars, der aber wohl im März zunächst dazu beitragen wird, dass die Gemüter sich nach dem wilden Februar weiter beruhigen. Die besondere Fähigkeit von Mars in den Fischen, sich für andere einzusetzen, passt schön zu den Themen, die jetzt im März noch auf dem kosmischen Plan stehen, nämlich Versöhnung, Heilung und Karma. Es gibt gleich mehrere große kosmische Zeichen, die eine Aktivierung unseres Karmas zeigen. Wir haben ja schon seit einigen Wochen eine seltene Verbindung zwischen Heiler Chiron und den Schicksalsanzeigern Mondknoten. Die wird jetzt verstärkt durch den Vollmond in der Waage am 25. März und die Konstellation ist zugleich eine sehr emotionale Mondfinsternis. Damit beginnt die Finsternissaison, die bis zum 8. April dauert. Dann nämlich haben wir eine spektakuläre Sonnenfinsternis im Zeichen Widder. Das sind himmlische Anzeichen dafür, dass sich unser Karma offenbart, und zwar unser Beziehungskarma. Denn die ganzen Konstellationen finden auf der kosmischen Beziehungsachse statt. Und weil Chiron mit von der Partie ist, geht es darum, das Karma nicht nur zu erkennen und wahrzunehmen, sondern auch zu heilen. Der Kosmos schenkt uns Erkenntnisse, wie wir unser Schicksal selbst geformt haben und was wir tun können, um unsere Verstrickungen mit alten Karma zu lösen und frei für die Zukunft zu werden. Zum Beispiel für eine neue Beziehung. Oder auch in unserer bestehenden Partnerschaft, indem wir alte toxische Beziehungsmuster überwinden. Es ist also ein spannender Monat für alle, die an ihren Beziehungen arbeiten wollen, ob zum Liebespartner oder anderen wichtigen Herzensmenschen und nicht zuletzt auch zu sich selbst. Dann geht es um die Selbstliebe. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr zum Beispiel schon lange auf einen Termin bei einem Paartherapeuten wartet, dass es jetzt im März endlich klappt und ihr eure Therapie beginnen könnt. Wenn ihr Single seid, könntet ihr auf der Suche nach Heilung oder bei der Beschäftigung mit Gesundheitsthemen euren Seelenpartner treffen. Und keine Sorge, wenn es jetzt nicht gleich klappt, auch im Herbst haben wir nochmal eine besondere Konstellation für Liebe und Heilung. Es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben und an die Beziehung zu glauben. All eure Wünsche rund um euer Liebesleben, die Heilung von Beziehungen und auch eure Selbstliebe sind tolle Themen für die Vollmondmeditation. Wichtig zu wissen ist noch, dass eine Mondfinsternis wesentlich intensiver wirkt als ein normaler Vollmond. Deshalb seid lieb zueinander und vermeidet es, rund um den Vollmond Grundsatzdiskussionen zu führen oder sogar zu streiten. Denn emotionale Verletzungen, die man sich jetzt zufügt, gehen tiefer als sonst und wirken noch bis zu 3 Monate nach. Es ist nicht so leicht, sich direkt wieder zu versöhnen. Mehr Ideen zur Vollmondmeditation und dazu, wie die spannenden Karma-Konstellationen sich für euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirken, erhaltet ihr gleich im Sternzeichenteil. Mit dem Vollmond und bis Ende des Monats machen die beiden Göttinnen Venus und Lilith nochmal auf sich aufmerksam. Es scheint so, als wollte Lilith in der Jungfrau die feinsinnige und spirituelle Venus in den Fischen daran erinnern, dass wir unsere wilde innere Natur, unseren Körper und natürlich auch Mutter Natur in unsere Beziehungsthemen und auch in unserer spirituellen Praxis integrieren sollten. Tatsächlich könnten wir mit Venus in den Fischen ein wenig dazu neigen, abgehoben durch die Welt zu schweben und uns manches schön zu reden, um die Harmonie nicht zu gefährden. Doch Lilith wird es nicht zulassen, dass Konflikte glattgebügelt werden oder dass man seine Instinkte verleugnet, um anderen zu gefallen. Bedenkt das, wenn ihr eure Osteraktivitäten plant und lasst euch und anderen genug Freiraum für ihre eigenen Ideen. Vielleicht wäre auch was Alternatives gut, zum Beispiel die Beschäftigung mit weiblicher Spiritualität und Göttinnenmagie. Oder im christlichen Glauben die Würdigung der heiligen Maria. So könnten wir zu Ostern zum Beispiel einen Kraftort aufsuchen, an dem wir uns der weiblichen Spiritualität besonders verbunden fühlen.
Zu den hochspirituellen Ostertagen passt aber auch sehr schön die besondere Fähigkeit von Mars in den Fischen, sich hilfsbereit für andere einzusetzen. Das stärkt allen den Rücken, die sich liebevoll um Angehörige kümmern oder über Ostern in Pflegeberufen arbeiten. Für alle, denen Ostern Schnurz ist und die in den Ferien feiern und ihren Spaß haben wollen oder auf Partnersuche sind, gibt es einen sehr schönen Flirtaspekt mit dem spontanen Uranus. Das fördert unkonventionelle Begegnungen und die Offenheit, auch mal aus der eigenen Bubble herauszuschauen und festzustellen, wie viel mehr interessante Lebensstile und Schönheiten es gibt. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im März. Es verspricht wahrlich, ein interessanter Monat zu werden. Und jetzt kommen meine Horoskope für die Sternzeichen mit vielen lebensnahen Ideen und Tipps, die ihr so nur bei mir findet. Schaut für euer Sternzeichen und euren Aszendenten und zieht die Infos für euch raus, mit denen ihr in Resonanz seid. Viel Spaß dabei und schöne Erkenntnisse wünsche ich. Und wir fangen an mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr mutigen Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Freundschaften, spirituelle Arbeit und Heilung sind diesen Monat großgeschrieben. Und freut euch auf einen spektakulären Beziehungsvollmond. Bald beginnt euer neues Lebensjahr. Macht ihr euch über die Zukunft Gedanken? Und würdet ihr gerne mehr darüber erfahren? Dann habe ich hier einen interessanten Tipp für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der März beginnt mit vielen Aktivitäten im Freundeskreis und euren sozialen Gruppen. Dabei wäre der Tipp, vor allem in der ersten Monatshälfte Freundschaft und Geld gut auseinanderzuhalten. Seid nicht zu spontan damit, euch mit Bekannten auf eine Finanzgeschichte einzulassen, vor allem wenn sie sehr spekulativ ist. Für die spirituell arbeitenden Widder ist der ganze Monat sehr mystisch. Falls ihr Lust verspürt, ein bisschen Magie in eurem Alltag zuzulassen, dann tut das ruhig. Ihr könnt euch zum Beispiel einen schönen Ort für das nächste Ritual einrichten, vielleicht zum Neumond in den Fischen oder zum Beziehungsvollmond in der Waage. Durch das Ritual könnt ihr die kosmischen Kräfte in eurem Leben verankern, sodass sie euch im neuen Lebensjahr weiter begleiten. Falls ihr Heilung sucht, stehen die Sterne diesen Monat fantastisch, um hier weiterzukommen. Ihr könnt den richtigen Heiler oder die richtige Ärztin treffen, nach der ihr schon lange gesucht habt. Und wenn ihr selbst in einem Heilberuf tätig seid, finden die richtigen Patienten und Klienten zu euch. Daraus kann sich sogar eine romantische Begegnung entwickeln. Vielleicht verliebt ihr euch in eure Physiotherapeutin. Diese besondere Phase hält den ganzen Monat über an. Gleichzeitig muss ich auch eine kleine Warnung aussprechen. Zwischen dem 5. und dem 15. März liegt viel Spannung und Nervosität in der Luft. Seid in der Zeit bitte vorsichtig und achtsam und verzichtet auf riskante Aktionen, zum Beispiel beim Sport oder im Haushalt. Für die Liebe ist besonders die Zeit bis zum 12. März anregend. Bei den festliierten Widdern stehen gemeinsame Unternehmungen mit Freunden oder in der Clique oder im Verein unter guten Sternen. Wenn ihr Single seid, trefft ihr neue Menschen durch eure Freunde oder durch soziale Aktivitäten. Deshalb geht vor die Tür. Der Neumond in den Fischen am 10. März hat eine spirituelle und heilsame Kraft. Er lenkt eure Aufmerksamkeit auf die Themen, die jetzt bei euch geheilt werden dürfen, etwa ein zwischenmenschlicher Kontakt oder ein gesundheitliches oder seelisches Problem. Auch eure geistige Energie wird belebt und ihr habt für den Rest des Monats mutige Ideen, wie ihr eure Zukunft gestalten und eure Wünsche realisieren könnt. Einen richtigen Energiekick erhaltet ihr dann zum 20. März, wenn genau um 4.06 Uhr am Morgen die Sonne in euer Zeichen Widder eintritt. Und das ist dann auch der Frühlingsanfang. Jetzt bekommt ihr richtig Lust, draußen die Frühlingssonne zu genießen. Nutzt das, um Vitamin D aufzubauen und das Immunsystem zu stärken.
Ab dem 23. März wandert euer Herrscher Mars in die Fische und ihr habt in den Tagen danach vielleicht weniger Power als sonst, ehe ihr euch an die neue, feinere Energie gewöhnt habt. Vielleicht ist euch dann eher nach Zärtlichkeit als nach Kraftsport zumute und die Osterferien kommen euch gerade recht, um ein bisschen auszuspannen. Am 25. März erlebt ihr einen wichtigen Beziehungsvollmond in der Waage und das ist zugleich auch eine sehr emotionale Mondfinsternis. Die Konstellationen verstärken die besonderen Heilkräfte, die in der Luft liegen, verbunden mit der Chance, etwas über euer Beziehungskarma herauszufinden und zu heilen. Bis zur Sonnenfinsternis am 8. April im Widder, die zugleich euer wichtigster Neumond des Jahres ist, steht ihr nun im kosmischen Scheinwerferlicht und habt großen Einfluss auf andere. Seid deshalb achtsam und liebevoll mit euch selbst und euren Herzensmenschen. Was jetzt geschieht, kann noch 6 Monate weiterwirken. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kraftvollen Stiergeborenen und Stieraszendenten. Freut euch auf gute Zeiten in euren Freundschaften und in der Liebe. Im Job stehen wichtige Entscheidungen an, die mit eurer Zukunft zu tun haben. Falls ihr euch darüber Gedanken macht, wie es weitergehen soll, habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April, und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Eure Freundschaften und beruflichen Netzwerke stehen im März im Fokus. Meldet euch doch mal wieder bei alten Freunden, die schon länger nichts von euch gehört haben. Oder startet gemeinsam mit eurem beruflichen Netzwerk ein neues Projekt. Der Neumond am 10. März wäre perfekt dafür. Erfolgreich könnt ihr auch mit euren sozialen Medien sein. Stressiger ist es im Job. Da gibt es viel zu tun oder wichtige Entscheidungen stehen an und alles soll super schnell gehen. Dadurch steigt der Druck, aber das könnt ihr zurzeit kaum ertragen, denn ihr braucht gerade viel Freiraum, um die Dinge in eurem eigenen Tempo zu erledigen. Auch eine Romanze im beruflichen Bereich kann sich jetzt als kompliziert erweisen. Besonders zwischen dem 5. und dem 15. März sind Situationen möglich, in denen ihr ausrasten könntet oder am liebsten alles hinschmeißen würdet. Dann solltet ihr die 90-Sekunden-Regel parat haben, um wieder runterzukommen und die Lage in aller Ruhe zu durchdenken. Infos dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Trefft Entscheidungen nicht aus einem Impuls heraus, sondern überlegt gut, was ihr tun wollt. In dieser Zeit ist auch die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ihr unachtsam werdet. Deshalb nehmt euch mehr Zeit für alles und lasst euch nicht hektisch machen. Mittendrin findet der Neumond in den Fischen am 10. März statt. Er steht, wie gesagt, super günstig für Freundschaften und soziale Netzwerke und bietet die Chance für einen Neuanfang. Vielleicht auch beruflich, wenn ihr erkennt, dass es hier einer Neuausrichtung bedarf. Wenn jedoch alles gut läuft und ihr eigentlich an der richtigen Stelle seid, dann lassen sich Unstimmigkeiten konstruktiv lösen. Deshalb nutzt den Neumond und meditiert über eure momentane Situation, denn darin könnt ihr wahrscheinlich Muster erkennen, die auch in Zukunft für euch wichtig werden. Ihr könnt auch um Eingebungen oder Nachrichten im Traum bitten. Da kommt bestimmt die eine oder andere Botschaft herein. Für die Liebe beginnt am 11. März und bis zum 5. April eine schöne Zeit der Zärtlichkeit und Romantik. Die Singles unter euch finden neue Flirts durch ihre Freunde oder soziale Aktivitäten in der Clique oder im Verein. Auch Online-Dating könnte jetzt erfolgreich sein. Jedenfalls versprechen die Sterne Begegnungen, die sich zu etwas Ernstem entwickeln können. Mit dem Frühlingsanfang am 20. März wird so mancher Stier-Aszendent ein bisschen frühlingsmüde. In dem Fall lasst es ruhig angehen. Man kann die Frühlingssonne ja auch bei einer Tasse Kaffee auf dem Balkon genießen und dabei ein bisschen Vitamin D bilden. Ab dem 23. März sollten alle Anspannungen spürbar nachlassen und dann beginnt eine produktive Phase von 6 Wochen, in der vieles wieder rund läuft.
Für die spirituell Angehauchten unter euch ist die Widdersaison immer besonders ergiebig. Die kosmischen Kräfte stärken dann eure Verbindung zur geistigen Welt. Es ist auch eine gute Zeit, um Gleichgesinnte zu finden und sich zum Beispiel einer spirituellen Gruppe anzuschließen. Vielleicht ergibt sich das anlässlich des Vollmonds mit Mondfinsternis in der Waage am 25. März. Mit ihr beginnt die Finsternissaison, die bis zur Sonnenfinsternis am 8. April dauert. Während der gesamten Zeit ist die Heilerachse eures Horoskops stark angeregt. Vielleicht meditiert ihr, vielleicht seid ihr aber auch über Ostern als pflegende Angehörige im Einsatz und erkennt den spirituellen Sinn darin. Oder ihr nutzt die Osterferien, um etwas für eure körperliche und seelische Gesundheit zu tun. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Der neue Monat bietet euch tolle Chancen für berufliche Projekte, aber auch in eurem Freundeskreis kann es zu überraschenden Entwicklungen kommen, die mit eurem Karma zu tun haben. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie sich die kommende Zeit für euch entwickelt, dann wäre vielleicht meine neueste Veranstaltung etwas für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der März beginnt mit einer großen Portion Disziplin und ernsthaften Gesprächen in eurem Job oder in eurem öffentlichen Leben. Weil die heiße Phase auf das erste Märzwochenende fällt, könnt ihr euch dann vielleicht Zeit nehmen, um euch mit Strategien oder Plänen für euren beruflichen Weg zu beschäftigen. Gerade auch, wenn ihr selbstständig seid oder eine neue Struktur in eurem beruflichen Weg erschaffen wollt. Am 5. März solltet ihr besonders achtsam mit eurem Freundeskreis oder eurer Clique sein. Hier können sich plötzlich Unstimmigkeiten oder auch seelische Verletzungen zeigen, die vielleicht nicht neu, aber noch nicht ausgeheilt sind. Für euch kann sich das wie ein Spagat anfühlen. Einerseits ist in eurer Clique oder eurem Verein viel Gesprächsbedarf und ihr solltet euch beteiligen. Andererseits seid ihr beruflich sehr gefragt, besonders wenn es auf den Neumond in den Fischen am 10. März zugeht. Mein Rat: Verschiebt mögliche Krisengespräche auf die Zeit ab dem 11. März, dann steht auch Denkplanet Merkur besonders günstig für euch. Am Neumond solltet ihr euch eurem eigenen Seelenweg widmen, wobei der natürlich auch mit eurem Beruf bzw. eurer Berufung zu tun haben kann. So könnt ihr in einer Meditation darüber nachdenken, welche Tätigkeiten und Aufgaben euch mit Sinn erfüllen. Und wenn ihr ganz tief einsteigen wollt, könnt ihr auch über den Sinn eurer Inkarnation nachdenken. In eurem Zuhause kann es in der ersten Monatshälfte zu Diskussionen rund um das Thema Freiheit und Verantwortung kommen. Vielleicht, weil eure Töchter oder Schwestern eure Aufmerksamkeit fordern oder ihr einfach genervt seid, weil ihr eigentlich gerade viel im Beruf zu tun habt und trotzdem von eurer Familie nicht die notwendige Rückendeckung bekommt. Das sollte sich aber in der zweiten Märzhälfte bessern. Da werden dann alle Seiten kompromissbereiter. Für die Singles unter euch, die gerne einen neuen Partner finden möchten, ergeben sich diesen Monat sogar mehrere Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Und es könnte sogar ein Seelenpartner sein. Der erste heiße Tipp wäre euer Büro oder öffentliches Leben bei Liebesgöttin Venus ab dem 11. März in die sanften Fische wechselt und dabei euren Karrierebereich aktiviert. Passt aber auch auf, dass sich Flirts nicht negativ auf eure Professionalität auswirken, gerade um den 22. März. Nach den langen Wintermonaten ist dann am 20. März endlich Frühlingsanfang und damit wechselt die Sonne in den kraftvollen Widder. Sie aktiviert dann den Bereich für Freundschaften und Vereine in eurem Horoskop. So könnten sich in den nächsten 4 Wochen wichtige Seelenpartnerschaften in eurem sozialen Umfeld zeigen. Vielleicht entpuppt sich auch jemand durch ein tiefgehendes Gespräch als unerwartet interessant und ihr seht einen Vereinskollegen plötzlich in einem völlig neuen Licht.
Einen Anschub für eure Karriere bekommt ihr ab dem 23. März für die nächsten 6 Wochen. Das ist eine produktive Phase, um große Projekte zu starten, sich zu bewerben oder sich wirkungsvoll zu positionieren. Zum Beispiel, wenn ihr Jahreszielgespräche führt. Das kann auch anstrengend sein, verliert dann nicht die Geduld. Bevor der Monat endet, haben wir am 25. März noch einen mächtigen Vollmond in der Waage, der besonders stark wirkt, weil es sich um eine Mondfinsternis handelt. Er weckt eure Kreativität und ihr solltet in der Zeit auf jeden Fall solchen Impulsen nachgehen und besonders gut auf eure Intuition achten. Vielleicht habt ihr ja jetzt Osterurlaub und könnt ohne Stress und schlechtes Gewissen die Staffelei oder das Strickzeug hervorholen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr herzlichen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ein magischer Monat liegt vor euch, der euch auf besondere Art und Weise den Weg eurer Seele zeigen wird. Vielleicht trefft ihr eine wichtige Entscheidung und Mars, der innere Krieger, steht euch dabei zur Seite. Es ist also kein Wunder, wenn ihr euch über die Zukunft Gedanken macht. Wollt ihr vielleicht mehr darüber wissen, wie die kosmischen Kräfte euch in Zukunft langfristig unterstützen? Dann habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der März bringt euch zunächst viel Lust auf Horizonterweiterung. Vielleicht plant ihr eine schöne Reise zu Ostern oder träumt ihr von der Möglichkeit, euch spirituell fortzubilden. Das kann eine tolle Sache sein, aber passt ein bisschen auf, dass eure Faszination nicht zu intensiv wird und ihr zum Beispiel größere Geldsummen an einen spirituellen Guru überweist. Gerade weil es rund um den 5. März in eurem beruflichen Umfeld zu Kränkungen kommen kann, könnte euer Impuls jetzt besonders stark sein, in eine Parallelwelt zu flüchten. Achtet da gut auf euch und bleibt realistisch. Macht lieber Pläne, die ihr selbst verwirklichen könnt. Das bringt nämlich Erfolgserlebnisse und die wiederum stärken euch, um im Büro gelassen zu bleiben. Zum Neumond in den romantischen Fischen am 10. März wäre es eine super Idee, einfach abzutauchen und euch mit eurem Element Wasser zu verbinden. Wenn möglich, plant doch einen Tag im Spa oder geht schwimmen. Und falls euch der Sinn nach einer Meditation steht, solltet ihr euch auf das Fließen eures Energiesystems konzentrieren. Für euch ist es besonders wichtig, im Fluss zu sein, sowohl im Inneren als auch im Außen. Die Zeit ist auch sehr gut geeignet, um mit eurem Schatz ein romantisches Date in einem exotischen Restaurant zu haben. Die Singles sollten bei Weiterbildungen ab dem 11. März die Augen offen halten. Es kann sein, dass ihr da schneller jemanden kennenlernt, als ihr es für möglich haltet. Fast schon parallel dazu wechseln die kosmischen Energien jetzt langsam in euren Karrierebereich und fordern euch auf, den Winterschlaf zu beenden. Denn am 20. März haben wir Frühlingsanfang und dann wechselt die Sonne in den dynamischen Widder. Rund um diesen Tag erfahrt ihr vielleicht sehr wichtige Neuigkeiten aus dem Büro oder von wichtigen Kunden. Größere Umbrüche können sich jetzt zeigen oder auch großartige Chancen. Da kann es in der zweiten Märzhälfte sehr schnell gehen und vielleicht müsst ihr eine bedeutende Entscheidung treffen. Deshalb bleibt wach und seid bereit, einzugreifen und euch beruflich zu positionieren. Nur wenige Tage später, am 25. März, haben wir einen mächtigen Vollmond als Mondfinsternis in der Waage und der aktiviert euren Seelenweg, wo ihr herkommt und wohin ihr euch entwickeln sollt. Das können sehr intensive Tage für euch sein, weil die Finsternissaison euch dieses Jahr stark anregt. Themen, die sich jetzt zwischen dem 25. März und dem 8. April zeigen, können sich im Oktober nochmal wiederholen. Schreibt euch also wichtige Ereignisse und Gedanken auf. Und nutzt die Vollmondmeditation, um über eure wahre Berufung nachzudenken. Es kann magisch für euch werden, vor allem wenn ihr stabil in eurer Energie bleibt und auf eurem Weg gefestigt seid.
Aber falls ihr innerlich spürt, dass ihr eigentlich einem falschen Kurs folgt, der euch vielleicht finanziell absichert, aber gegen eure wahre Natur geht, dann könnte es jetzt auch zu einem Umbruch kommen. Der Kosmos schickt euch Hilfe durch Kämpfer Mars, der die ganze Zeit über an eurer Seite steht und euch Kraft gibt. Ihr könnt jetzt positive Schwingungen anzapfen und habt den Mut, neue Schritte zu gehen und sogar eurer Berufung zu folgen und das zu tun, was ihr schon immer machen wolltet. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr majestätischen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Zwar liegen im März noch einige Spannungen in der Luft, doch gegen Ende des Monats bekommt ihr kosmische Schubkraft und strahlt mit der Frühlingssonne um die Wette. Die Tag- und Nachtgleiche aktiviert euer inneres Feuer und macht euch bereit für ein neues astrologisches Jahr. Wenn ihr schon mal einen Blick in eure Zukunft werfen möchtet, dann wäre vielleicht mein neuer Workshop etwas für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats spürt ihr vielleicht schon, dass eine gewisse Spannung in der Luft liegt und die Zeit zwischen dem 3. und dem 15. März ist hier besonders intensiv. Das hat mit den Liebesplaneten Venus und Mars zu tun, die in eurem Partnerhaus stehen und ein Störfeuer vom nervösen Uranus empfangen. Und der wiederum befindet sich in eurem Karrierebereich und so kann es zu Spannungen zwischen eurem Job und euren Beziehungen kommen. Das kann sich zum Beispiel in einem Streit mit eurem Schatz wegen der Arbeit äußern. Vielleicht ist euer Partner nicht happy, dass ihr so viel arbeitet oder dass ihr Entscheidungen trefft, ohne es zu Hause zu besprechen. Denkbar wären aber auch unterschiedliche Meinungen mit euren Kollegen oder dem Chef. Und dann fühlt sich jeder im Recht. Es können sich hierdurch aber auch tiefer liegende Wunden zeigen, gerade in Bezug auf eure Überzeugungen. Vielleicht bricht jetzt eine Wahrheit auseinander, die für euch immer selbstverständlich war und nun von einem Moment auf dem anderen nicht mehr gültig ist. Der Neumond in den empathischen Fischen am 10. März ist da vielleicht eine willkommene Pause zwischen den ganzen Veränderungen und Auseinandersetzungen im Außen. Ihr könnt euch in einer Meditation zu Neumond wunderbar mit eurem inneren Zentrum verbinden und innerlich die Ruhe und Tiefe finden, die euch vielleicht nach außen hin fehlt. Denkt immer dran, egal wie es im Außen läuft, in eurem Inneren solltet ihr Stabilität suchen und finden. Dabei kann euch auch die 90-Sekunden-Regel sehr unterstützen, um runterzukommen und den Geist zu klären. Nähere Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Mit dem Neumond wechselt Denker Merkur in den Widder und regt euren Geist an. Ihr werdet lustige und kreative Gedanken und Worte finden. Gleichzeitig verwandelt ihr euch in euren Beziehungen zu Schmusekatzen, die die Krallen einfahren und jetzt ganz viel Streicheleinheiten brauchen. Besonders in der Zeit vom 11. bis zum 18. März seid ihr sehr empathisch und neben euren Beziehungen können sich jetzt auch psychologische Themen zeigen. Es ist eine wunderschöne Zeit, um euch emotional zu öffnen und tiefe und heilsame Gespräche führen zu können. Je mehr ihr euch darauf einlasst, desto tiefer kann die Heilung sein, die ihr jetzt erfahren dürft. Nach dieser sensiblen und heilsamen Phase erfolgt aber bereits am 20. März ein starker energetischer Wechsel, denn die Sonne wandert in den abenteuerlustigen Widder und das markiert den Frühlingsbeginn. Von einem Moment auf den anderen fühlt ihr euch, als hätte es den Winter und die Dunkelheit nie gegeben und ihr strotzt nur so vor Energie und Kraft. Bevor der Monat zu Ende geht, haben wir am 25. März noch den Vollmond in der Waage und dabei handelt es sich um eine Mondfinsternis. Deswegen wirkt die Energie besonders stark. Dabei geht es um eure Worte und Gedanken. Beobachtet mal, auf was ihr euch konzentriert. Sind es mehr die freudigen und glücklichen Aspekte oder mehr das Jammern und die Probleme?
Trainiert euren Geist, die guten Dinge stärker wahrzunehmen. Das wird während der Finsternissaison, die bis zur Sonnenfinsternis am 8. April dauert, ein wichtiges Thema sein. Gerade in der Osterzeit, wo es vielleicht ein bisschen privater zugeht, könnt ihr euch solchen Übungen wunderbar widmen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Der Kosmos richtet seine Aufmerksamkeit einen weiteren Monat auf euer Liebesleben und wenn Amors Pfeil euch nicht schon längst getroffen hat, dann könnte es gut sein, dass er das jetzt tut. Falls ihr euch Gedanken macht, wie ihr die nächste Zeit ideal planen und strukturieren könnt, dann wäre mein neuer Workshop interessant für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Liebe und Prickeln liegen für euch im März in der Luft und euer Alltag und eure täglichen Routinen sind durchzogen von flirtiger Energie und Schmetterlingen im Bauch. Gerade in den ersten Märztagen mischt sich aber auch ein ernster Unterton mit. Vielleicht eine plötzliche Ernüchterung in einer Liebesbeziehung? Möglich wäre aber auch, dass ihr jemandem Einhalt gebieten müsst. Niemand sollte nachlässig mit eurer Zeit oder euren Grenzen umgehen. Und es ist wichtig, das auch so streng zu kommunizieren. Ihr neigt ja ab und an dazu, euch und eure Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, damit andere sich wohlfühlen, aber das geht oft auf eure Kosten. Das darf sich gerne ändern. Gleichzeitig können sich Themen mit eurem Erbe zeigen. Euer Familienkarma ist auch aktiviert und es kann hier zu Offenbarungen kommen, die im ersten Moment vielleicht schockieren, langfristig aber heilsam sind. Gebt euch und allen Beteiligten hier Zeit und Raum und versucht, niemanden vorschnell zu verurteilen. Der Neumond am 10. März in eurem Partnerhaus Fische richtet seine ganze Energie auf eure Beziehungen. Natürlich geht es hier um eure romantischen Partnerschaften, aber alle anderen wichtigen Menschen, die eure Seele nähren, sind genauso angesprochen. Und wenn ihr hier etwas verwandeln, festigen oder neu in euer Leben ziehen wollt, dann werdet ihr in diesem Jahr keinen besseren Tag dafür finden. Also schnappt euch euer Journal und euer Meditationskissen und manifestiert, was das Zeug hält. Am 20. März wandert die Sonne um 4.06 Uhr in den Widder und dann ist Frühlingsanfang. Sie aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich eurer festen und verbindlichen Beziehungen und so mancher Frühlingsflirt könnte sich dann vielleicht zu etwas Ernstem entwickeln. Fast gleichzeitig, nämlich am 11. März, verstärkt Liebesgöttin Venus für 3 Wochen eure Flirts und Begegnungen mit netten Leuten. Die Singles sollten sich dann dem Flirten und Daten hingeben. Bei all dem hat der Kosmos eine besondere Botschaft für euch. Ihr dürft durch eure Partner, Kollegen und alle anderen wichtigen Menschen in eurem Leben lernen, euch auch selbst wichtig zu nehmen und eure Wünsche zu kommunizieren. Auch die anderen Göttinnen am Sternenhimmel wollen, dass ihr euch bei aller Hingabe an einen Partner oder eine Partnerin nicht abhängig macht. Weder emotional, noch mental, noch finanziell. Am 25. März haben wir dann Vollmond, zugleich eine Mondfinsternis in der charmanten Waage. Und damit beginnt die Finsternissaison bis zum 8. April mit der Sonnenfinsternis im Widder. Während dieser beiden Wochen kann sich euer Karma zeigen und seelische Vorgänge haben eine besonders intensive Energie. Bei euch geht es um euer Selbstwertgefühl, Geld, Erbe, aber auch die Werte, die ihr mit anderen gemeinsam habt. Achtet mal drauf, was sich euch hier zeigt oder welche Erinnerungen in euch aufsteigen. Für Investitionen und Geschäfte ist diese Zeit weniger günstig. Auch Verträge solltet ihr zwischen den Finsternissen möglichst nicht unterschreiben. Nutzt die Aufforderung des Kosmos am besten, um euer Selbstwertgefühl zu stärken, denn ihr seid nicht nur großartig, wenn ihr andere unterstützt und ihnen Recht gebt, sondern einfach immer.
Rund um die Osterfeiertage habt ihr ja vielleicht Urlaub, mindestens aber das lange Wochenende. Ihr könnt ja mal den anderen die Verantwortung übertragen, während ihr es euch in eurem Liegestuhl gemütlich macht und euch die Sonne ins Gesicht scheinen lasst. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Jetzt tut sich ganz viel in euren Beziehungen. Hier könnt ihr etwas heilen und erhaltet tiefe Einsichten in euer Beziehungskarma. Für euren Beruf wünscht ihr euch mehr Selbstbestimmung und Kreativität und das scheint überhaupt ein wichtiger Zukunftstrend für euch zu sein. Falls ihr darüber mehr erfahren wollt, habe ich hier noch einen guten Tipp. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der März wird ein spannender Monat für die Liebe und Beziehungen. Egal ob Single oder liiert, ihr könnt nun ganz viel über euer Beziehungskarma erfahren. Das heißt, wie ihr durch eure Partnerschaften der Vergangenheit zukünftige Beziehungen selbst beeinflusst. Und das Ganze ist verbunden mit der Chance, hier etwas zu heilen. Viele Impulse kommen durch Menschen, denen ihr jetzt begegnet oder mit denen ihr bereits zusammen seid. Vielleicht eure Beziehungspartner oder Kinder, vielleicht aber auch ein Geschäftspartner, mit dem ihr jetzt zu tun habt. Wenn ihr merkt, dass Gespräche und Erlebnisse mit diesen Personen euch unter die Haut gehen, dann spürt genau hinein, denn da wartet das Potenzial, dass etwas geheilt werden kann. Viele Waagegeborene und Waage-Aszendenten beschäftigt zum Beispiel die Gesundheit des Partners oder auch eines Kindes. Vergesst darüber aber auch den Spaß nicht. Noch bis zum 23. März habt ihr ein angeregtes und lustvolles Liebesleben und den Singles fällt das Flirten besonders leicht. Aktiv ist auch die Heilerachse eures Horoskops. Sowohl die spirituellen Waagegeborenen als auch diejenigen, die mit Gesundheitsthemen zu tun haben, können im März große Fortschritte machen. Der Neumond am 10. März in den Fischen aktiviert diesen Bereich und in der Meditation könntet ihr euch wunderbar allen Themen widmen, bei denen ihr euch mehr Heilung und Ganzheitlichkeit wünscht oder auch einfach mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Auch in der Arbeit gibt es viel zu tun. Die zweite Monatshälfte eignet sich besonders, wenn ihr einen Arbeitsvertrag aufsetzen oder andere ernsthafte Pläne machen wollt, die euren Job betreffen. Ihr könnt dann konstruktive Vereinbarungen treffen, die Hand und Fuß haben. Der Frühlingsanfang am 20. März bringt für die kommenden 4 Wochen Licht und Optimismus in eure Beziehung. Und das ist erst der Anfang. Jetzt kommen Frühlingsgefühle auf und die Singles unter euch haben nicht nur Lust zu flirten, sondern sind auch offen für eine ernsthafte Partnerschaft. Die Mondfinsternis am 25. März mit dem Vollmond in der Waage lässt euch eure tiefsten Gefühle rund um eure Beziehungsthemen und mögliche karmische Verstrickungen wahrnehmen. Auch das eingangs erwähnte Heilungsthema wird noch einmal aktiviert. Deshalb eignet sich dieser Vollmond wunderbar für ein Ritual oder eine Meditation über eure Beziehungswünsche. Was darf sich ändern? Was soll am liebsten so bleiben, wie es ist? Und was könnt ihr dafür tun? Was kann euer Partner tun? Und wenn ihr Single seid, was wünscht ihr euch von eurem Beziehungspartner? Oder welche Glaubenssätze behindern euch dabei, eine erfüllte Partnerschaft zu finden? Vielleicht könnt ihr sogar eine Meditation oder ein Ritual gemeinsam mit einem Herzensmenschen durchführen, denn dies ist euer bedeutendster Beziehungsvollmond des Jahres. Und er ist eng verbunden mit der Sonnenfinsternis am 8. April im Widder, die dann bei euch ins Partnerhaus fällt und erneut Partnerschafts- und Beziehungsthemen in den Vordergrund rückt. Achtet während der beiden Wochen zwischen der Mond- und Sonnenfinsternis besonders darauf, dass die Stimmung zugewandt und liebevoll bleibt und seid behutsam, wenn ihr Probleme ansprecht. Denn die Finsternisse wirken noch bis zu 6 Monate weiter und können sogar euer Leben verändern. Mehr Einzelheiten dazu findet ihr in meinem Jahrbuch.
Über Ostern laden euch die Sterne ein, euch zum Monatsende mit weiblicher Spiritualität und Göttinnenmagie zu beschäftigen oder euch besonders innig mit der heiligen Maria zu verbinden. Vielleicht könnt ihr die Osterferien nutzen, um einen passenden Kraftort aufzusuchen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr unwiderstehlichen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der März bringt euch viel kreative Energie und auch die nötige Disziplin, um eure Projekte durchzuziehen. Das hilft euch dabei, in eurem emotionalen Gleichgewicht zu bleiben. Welche Chancen und Risiken in der nächsten Zeit auf euch zukommen, stelle ich euch in meinem neuen Seminar vor. Deshalb hier ein wichtiger Tipp für alle, die tiefer eintauchen möchten. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich zu Beginn des neuen Monats kann es zu Spannungen in euren Familien und Partnerschaften kommen. Ihr kennt diese Dynamik mittlerweile und das hilft euch, frühe Anzeichen von Konflikten zu erkennen, vielleicht sogar schon bevor es anstrengend wird. Möglich wäre, dass es Unstimmigkeiten mit euren Partnern und den Kindern gibt, weil vielleicht alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ihr zum Beispiel die Osterferien verbringt. Euer Schatz will endlich mal ein Wohnmobil ausleihen und die Kids wollen an den Strand. Oder ihr datet vielleicht gerade jemanden und eure Familie redet euch in einer Tour hinein. Alle wissen, was das Beste für euch ist und keiner hört richtig zu. Gleichzeitig müsst ihr ein bisschen auf eure Gesundheit aufpassen. Achtet auf euren Energiehaushalt und übernehmt euch nicht. Zwischen dem 5. und dem 15. März ist sogar die Verletzungsgefahr erhöht, zum Beispiel im Haushalt. Und das passiert vor allem, wenn ihr euch hektisch machen lasst. Macht deswegen alles ganz in Ruhe und lasst euch nicht unter Druck setzen. Sehr hilfreich ist hier wieder mal die 90-Sekunden-Regel. Nähere Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Am 10. März haben wir den Neumond in den empathischen Fischen und ihr könnt vielleicht schon spüren und sehen, wie alle Parteien wieder kompromissbereiter werden. Für euren eigenen Seelenfrieden wäre es sinnvoll, euch bei einer Meditation zum Neumond mit eurem Element Wasser zu verbinden. Vielleicht an einem See oder einfach bei einem schönen Schaumbad zu Hause. Hauptsache, ihr verbindet euch mit eurer verspielten und kreativen Seite und erlaubt euch einfach Spaß zu haben. Direkt nach dem Neumond wandert Liebesgöttin Venus und später im Monat dann auch Krieger Mars in die Fische und beide versorgen euch mit einer extra Portion Charme und Strahlkraft. Für Singles gibt es tolle Möglichkeiten, bei einem künstlerischen Event oder einer Vernissage zum Beispiel jemanden kennenzulernen. Auch für die Liierten unter euch wäre es super für die Romantik in eurer Beziehung, sich mit dem Schatz vielleicht gemeinsam kreativ auszutoben, etwa beim Musizieren oder Tanzen. Oder probiert doch mal in der Erotik was Neues aus. Besonders rund um den 18. März ist euch so richtig nach Kuscheln zumute. Auch mit euren Kindern ist die Stimmung jetzt wieder viel besser. Mit dem Frühlingsanfang am 20. März kommt eine ganz neue Energie auf und vielleicht fühlt es sich ein bisschen so an, als weckt man euch aus eurem Schönheitsschlaf. Eben noch ging es um Kunst und schöne Träume und plötzlich wechselt die Sonne in den impulsiven Widder und fordert euch auf, euren Worten auch Taten folgen zu lassen und euch mit voller Kraft auf den Alltag zu stürzen. Achtet dabei gut auf eure seelische und körperliche Gesundheit, besonders wenn es auf den Vollmond in der Waage am 25. März zugeht. Dabei handelt es sich nämlich um eine sehr intensive Mondfinsternis, die bei euch im Bereich für Träume und Rückzug stattfindet. Vielleicht habt ihr jetzt ein verstärktes Bedürfnis nach Stille und das solltet ihr euch dann auch gönnen. Gleichzeitig habt ihr einen besonders guten Draht zum Universum. Vielleicht seid ihr während der gesamten Finsternissaison bis zum 8. April sehr nah mit der geistigen Welt verbunden und könnt wichtige Botschaften empfangen.
Rund um Ostern findet ihr vielleicht in den Ritualen der Kirche oder eurer eigenen Tradition Kraft und Stille. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feurigen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Familie und Wohnen sind im Moment große Themen bei euch. Doch zum Monatsende beginnt nicht nur ein astrologisches neues Jahr, sondern auch eure Kräfte werden geweckt. Die Finsternissaison kann die ein oder andere Überraschung in eurem Freundeskreis bringen. Wenn ihr gemeinsam mit mir einen Blick in eure Zukunft werfen wollt, dann wäre mein neues Webinar vielleicht eine tolle Sache für euch. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April, und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der März beginnt für euch vielleicht ein bisschen hektisch in eurem Alltag und es kann zu Missverständnissen kommen, besonders in euren täglichen Abläufen mit eurer Familie. Eigentlich liegt es euch nicht so, ein Machtwort zu sprechen und eure Liebsten zur Raison zu rufen, aber genau solche Situationen könnte es diesen Monat geben, vor allem am 1. Märzwochenende und dann nochmal rund um den 22. Das kann euch schon mal frustrieren, aber mit eurem unerschütterlichen Optimismus sind solche Phasen nicht von Dauer. Wenn wir am 10. März den Neumond in den verträumten Fischen haben, dann glätten sich die Wogen auch ganz schnell wieder. Meditiert zum Neumond und findet wieder zurück in eure innere Mitte und zu euren Wurzeln. Wenn ihr Pläne haben solltet, euch vielleicht auch räumlich zu verändern, dann visualisiert euer Traumhaus und schickt eine Bestellung ans Universum. Probiert es mal. Die Stimmung in euren vier Wänden ändert sich dann auch bald. Eure lustige und verspielte Seite kommt mehr zum Vorschein und ihr kommuniziert wieder mit mehr Leichtigkeit und Spaß. Und spätestens, wenn der Frühling offiziell beginnt, weil die Sonne am 20. März in den unerschrockenen Widder wandert, beginnt eine super Phase für euch, denn ihr profitiert mit am meisten von der feurigen Energie. Für euch fühlt sich das dann an, als hätte jemand endlich die Vorhänge zurückgezogen und die Sonne kann nun wieder voll in eure Seele scheinen. Ihr wollt jetzt raus in die Natur, aufs Fahrrad und am besten nehmt ihr gleich die ganze Familie mit. Für alle Schützen, die nicht zu den Sportskanonen gehören, ist es auch eine tolle Phase, um sich anderweitig kreativ auszutoben. Die einzige Regel, die ihr hier zu beachten habt, ist, Spaß zu haben. Für alle Singles, die auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft sind, könnte sich jetzt in den Wochen nach dem Frühlingsanfang ein neuer Seelenpartner durch ein Hobby oder ein anderes Herzensprojekt zeigen. Auch die Liierten unter euch, die gern neue Leute kennenlernen wollen, können jetzt auf dem gleichen Weg wichtigen Menschen begegnen. Rund um den 20. März können Themen um eure Kinder oder auch einen möglichen Kinderwunsch nochmal zur Sprache kommen, die sich vielleicht in den ersten Märztagen schon mal angedeutet haben. Jetzt ist die richtige Zeit gekommen, um in den Dialog zu gehen. Auch wenn es sich um ein neues Projekt handelt, das in euch gereift ist, wird sich jetzt ein passender Moment finden, um das mit euren Liebsten zu besprechen. Ab dem 23. März verleiht euch Kämpfer Mars für 6 Wochen extra Schwung für gemeinsame Unternehmungen mit der Familie oder auch Projekte wie etwa eine Renovierung. Aber ihr müsst aufpassen, dabei nicht ungeduldig zu werden. Am 25. März haben wir eine Mondfinsternis in der Waage und die hat eine besonders emotionale Vollmondenergie. Bei euch wird dadurch der Bereich der sozialen Kontakte, Freundschaften und Vereine aktiviert. Vielleicht wird es da ein bisschen unruhig und ihr solltet in dem Bereich innerhalb der Finsternissaison, also bis zum 8. April, möglichst keine weitreichenden Entscheidungen treffen. Im Idealfall könnt ihr den Urlaub rund um Ostern nutzen, um vielleicht in ein Sportcamp zu fahren oder mit euren Liebsten ausgedehnte Ausflüge in die Natur zu machen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Die Sterne wecken euren Wissensdurst und versprechen gute finanzielle Chancen. Familienangelegenheiten bleiben weiter wichtig. Und was ist mit eurer persönlichen Entwicklung? Macht ihr euch darüber manchmal Gedanken? Wenn es um eure Zukunft geht, habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Kümmert euch um eure Finanzen und lernt etwas Neues, scheinen die Sterne euch im März zu sagen. Wie sieht's damit aus? Finanziell tun sich gute Möglichkeiten auf, allerdings müsst ihr aufpassen, wohin die Investitionen gehen. Es könnte einen Konflikt geben zwischen euren persönlichen Wünschen für Spaß und Kreativität und dem Budget, was ihr dafür habt. Hier gilt es, langfristig zu denken und nicht aus einer momentanen Laune heraus etwas Teures anzuschaffen, beispielsweise einen schicken Hometrainer, den ihr dann doch nicht benutzt. Finanzprojekte sollten gut durchdacht sein, dann sind sie durchaus vielversprechend. Auch eure Lust daran, euch mit neuen Wissensgebieten zu beschäftigen, könnte sich als lukrativ erweisen. Zum Beispiel, indem ihr etwas lernt, was ihr auch beruflich einsetzen könnt. Oder ihr nutzt die Osterferien, um euch von einer fremden Sprache oder Kultur anregen zu lassen. Ihr könnt hier gut mit dem Neumond am 10. März in den Fischen arbeiten, um tiefer in diese Themen hineinzuspüren. Bei all dem gilt, gebt nicht zu viel Geld dafür aus, es muss ins Budget passen. Sonst könnte es sogar richtig Ärger geben, zum Beispiel, weil euer Partner oder Familienmitglieder eure Finanzentscheidungen nicht mittragen wollen. Sprecht euch gut mit allen ab, die davon betroffen sind. Überhaupt die liebe Familie. Für viele Steinböcke gibt es hier Verpflichtungen, weil sie zum Beispiel Angehörige pflegen. Habt ihr das über Ostern schon gut geplant? Mit eurem Nachwuchs versteht ihr euch gut, also vielleicht helfen alle mit, um beispielsweise die alte Oma zu betreuen. So könntet ihr über Ostern Familienaktivitäten und Verantwortung verbinden. Zumal im März das Thema Familienkarma ins Bewusstsein rückt. Ihr könnt tiefer verstehen, wie eure Vergangenheit eure heutige Familiensituation beeinflusst. Und das ist sogar verbunden mit einer Chance, hier etwas zu heilen. In der zweiten Märzhälfte ist zudem Liebesgöttin Venus an eurer Seite und schenkt euch liebevolle Vibes. Scheut euch nicht, um Hilfe zu bitten. Andere sehen, wie sehr ihr euch einsetzt und sind gern bereit, ihren Anteil zu leisten. Auch habt ihr Chancen, eine gute Pflegeperson zu finden, die euch entlasten kann. Der Eintritt der Sonne in den Widder zu Frühlingsanfang am 20. März lenkt für 4 Wochen frische und vitale Energie in euren familiären Bereich. Das wäre eine gute Zeit für einen Frühjahrsputz oder eine Entrümpelungsaktion. Sowas läuft ab dem 23. März richtig gut, denn dann habt ihr für 6 Wochen Unterstützung von Powerplanet Mars. Sehr wichtig für euch ist die Finsternissaison. Sie beginnt mit der Mondfinsternis am 25. März in der Waage und reicht bis zur Sonnenfinsternis im Widder am 8. April. Beide Ereignisse aktivieren euer Karma und für euch geht es darum, eure Wurzeln und eure Familie als große Kraft im Leben anzuerkennen. Die meisten Steinböcke sind deshalb so ehrgeizig und rackern sich ab, weil sie ihre Familie gut versorgen wollen. Gilt das auch für euch? Oder habt ihr umgekehrt das dringende Bedürfnis, euch von der Familie zu emanzipieren, indem ihr beruflich besonders erfolgreich seid? Der Kosmos schenkt euch tiefe Einsichten über solche und ähnlich wichtige Seelenthemen und auch die Chance, hier gegebenenfalls etwas zu heilen. Ihr könnt zu Vollmond beginnen, euch intensiver damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch gleich für die Sonnenfinsternis am 8. April ein entsprechendes Ritual planen. Für manche von euch könnte auch die Beschäftigung mit weiblicher Spiritualität oder Schamanismus neue Wege aufzeigen, ganzheitlicher und entspannter mit familiären und beruflichen Verpflichtungen umzugehen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr originellen Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Eure persönliche Entwicklung und die Liebe stehen diesen Monat im Fokus. Außerdem wecken die Sterne euren Durst nach Erkenntnis und Austausch und das liegt euch ja ganz besonders. Und wenn ihr Erkenntnisse über eure Zukunft gewinnen und mehr über die Astrologie lernen wollt, dann habe ich hier noch einen tollen Tipp. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wie geht es euch denn als Agentinnen und Agenten der Zukunft? Schließlich beherbergt ihr jetzt für die nächsten 20 Jahre Pluto in eurem Zeichen und hier fand im Februar der Zukunftsneumond statt und jetzt stehen Mars und Venus im Wassermann und laden euch mit Energie auf bis in die Haarspitzen. Schaut, dass ihr diese kosmische Power jetzt in gute und konstruktive Bahnen lenkt, die euch und anderen nützen. Ihr könnt jetzt eure geheimen Superkräfte entdecken und euch ganz gezielt überlegen, wohin ihr sie lenken wollt. Eure persönliche Entwicklung, Liebe und Beziehungen stehen dabei im Vordergrund. Seid ihr verliebt oder habt ihr einen Herzensmenschen an eurer Seite? Dann nehmt die Person mit auf eure aufregende Reise und sprecht über alles, was euch bewegt. Wenn ihr noch Single seid, habt ihr zwei Optionen. Eure Freiheit genießen und einfach mit euren Herzensprojekten loslegen. Oder vor die Tür gehen und flirten, was das Zeug hält, denn eure Ausstrahlung ist einfach umwerfend. Dabei kann euch auch das Internet gute Dienste leisten. Dann nehmt euch aber vor, die Person eures Interesses möglichst schnell auch persönlich zu treffen. Für finanzielle Angelegenheiten sind die ersten 10 Tage des Monats günstig. Ihr könnt ein Schnäppchen machen, eure Steuern erfolgreich einreichen oder eine gute Vereinbarung treffen. Das am besten in den ersten 10 Tagen des Monats. Und dann haben wir auch schon den Neumond in den Fischen am 10. März, der bei euch Themen rund um Geld, Besitz und das Selbstwertgefühl aktiviert. Vielleicht bringt er eine tolle Finanzchance, aber die muss gut durchdacht sein. Lasst es darüber nicht zum Streit kommen. Die Stimmung in der Familie oder unter Mitbewohnern könnte gereizt sein. Vielleicht gibt es auch einen Stromausfall oder ein technisches Problem in eurem Heim, was euch stresst. Besonders die Zeit vom 5. bis zum 15. März ist hier sehr spannungsgeladen und dann ist auch die Verletzungsgefahr im Haushalt erhöht. Wenn ihr renovieren wollt, geht es bedächtig an und nehmt euch überhaupt mehr Zeit für alle Termine und Vorhaben und übt schon mal die 90-Sekunden-Regel. Zu Neumond könnt ihr in Ruhe darüber nachdenken, wie ihr euch besser organisiert und wer euch helfen kann. Zum Beispiel nette Nachbarn oder Freunde aus dem Viertel. In diesem Bereich erhaltet ihr ab dem 20. März, wenn die Sonne in den Widder geht, frische Energie. Und ab dem 23. März seht ihr vieles entspannter und es wird auch für andere leichter, euch zu unterstützen. Am 25. März beginnt die Finsternissaison mit dem Vollmond in der Waage und erstreckt sich bis zur Sonnenfinsternis am 8. April im Widder. Diese ganze Phase weckt euren Drang, Neues zu lernen und euch mit eurer Meinung und eurem Wissen im Umfeld einzubringen. Ihr könnt euch zum Beispiel in einer lokalen Bürgergruppe engagieren oder in die Politik gehen. Ihr habt viele Möglichkeiten, tolle neue Leute zu treffen und mit eurem zukunftsgerichteten Geist zu spannenden Entwicklungen in der Gesellschaft beizutragen. Wenn ihr Coach oder Therapeutin seid, könnt ihr viel Gutes bei euren Patienten oder Klienten bewirken. Bedenkt dabei nur, dass viele Menschen während der Finsternissaison sehr empfindlich sind und provokante Thesen nicht so leicht mit Humor nehmen können wie ihr. Was in diesen Wochen geschieht, hat einen großen Einfluss. Deshalb geht sorgfältig mit euren geistigen Kräften um. Der Monat klingt aus mit harmonischen Aspekten zu Ostern. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr empathischen Fischegeborenen und Fischeaszendenten, und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Ihr seid mitten in eurer Hauptsaison und bekommt deswegen viel kosmischen Fokus auf euer Zeichen, wo sich jetzt alle persönlichen Planeten nach und nach versammeln und euch mit ihrer Energie verwöhnen. Für euch beginnt ein neues Lebensjahr. Interessieren euch eure persönlichen astrologischen Entwicklungen der nächsten Zeit? Falls ja, dann habe ich hier noch einen Tipp aus meiner Sternenwerkstatt. Bist du bereit, hinter den Vorhang der Zeit zu blicken und die Geheimnisse deiner Zukunft zu entdecken? Ich lade dich ein zu einem einzigartigen Zukunftsworkshop, wo wir die Einflüsse der Planeten Pluto und Uranus auf dein Leben entschlüsseln. Die beiden kosmischen Giganten versprechen tiefgreifende Veränderungen und revolutionäre Durchbrüche in den nächsten 20 Jahren. Es ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Mysterien deines Geburtshoroskops einzutauchen und die persönlichen Entwicklungen, die auf dich warten, zu erkunden. Sei dabei am Mittwoch, den 3. April, und sichere dir deinen Platz für diese spannende Reise in die Zukunft. Den Link findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich hoffe, ihr feiert euren Ehrentag dieses Jahr so, wie es für euch richtig ist. In der Stille, ganz meditativ oder ausgelassen mit vielen Menschen, die euch wichtig sind. Auch in eurem neuen Lebensjahr werdet ihr viel vom konsequenten Saturn lernen dürfen, der euch in den letzten Februar- und ersten Märztagen besonders zielstrebig macht. Normalerweise würdet ihr des lieben Friedens willen Kompromisse eingehen, vielleicht mit eurer Party, damit alle zufrieden sind. Aber dieses Jahr darf es so laufen, wie ihr es möchtet. Rund um den 5. März könnte es sein, dass ihr mit Finanzthemen konfrontiert werdet, die euch triggern. Oder es geht um euren Selbstwert. Alte Wunden könnten hochkommen und wollen nochmal angeschaut werden. Im Idealfall begegnet ihr einer Situation, bei der ihr euch denkt: Früher hätte mich so ein Brief vom Finanzamt total gestresst, heute kann ich richtig gelassen reagieren. Neben der Zeit um den 5. März kann das gleiche Thema übrigens nochmal um den 19. zur Sprache kommen. Am 10. März haben wir dann euren wichtigsten Neumond des Jahres in den Fischen, und da könnt ihr die Energien für euer neues Lebensjahr in die richtigen Bahnen lenken. Ihr solltet vor allem euch selbst zelebrieren und stolz auf euch sein. Verbindet euch in einer Meditation mit der Version von euch, die ihr in den nächsten 12 Monaten sein wollt. Wie ihr das werdet, ist zweitrangig. Wenn ihr euch zum Beispiel als Chefin von eurem eigenen Café sehen und fühlen könnt, wie es ist, diese Version von euch zu sein, dann kann das auch Wirklichkeit werden. Falls ihr im März daten wollt oder wichtige Gespräche mit Kunden oder dem Chef anstehen, dann habt ihr bald super Chancen, denn Liebesgöttin Venus besucht euch ab dem 11. März bis Anfang April und macht euch noch bezaubernder als sonst. Ab dem 23. März gesellt sich dann auch noch Krieger Mars zur Liebesgöttin, und ihr solltet euch die letzte Märzwoche rot im Kalender anstreichen, gerade wenn ihr wichtige Termine planen müsst. Alles geht euch dann nämlich ein bisschen leichter von der Hand als sonst, und die Sterne zwinkern euch zu. Am 20. März um 4.06 Uhr verlässt euch dann die Sonne und wandert in euer Nachbarzeichen Widder. Ihr könntet euch in den nächsten Wochen motiviert fühlen, euch um eure Finanzen und eure Anlagen zu kümmern, und die Selbstständigkeit, die ihr damit gewinnt, wirkt sich super positiv auf euren Selbstwert aus. Das könnt ihr dann wunderbar zum Vollmond in der Waage nutzen. Der ist besonders intensiv, weil es eine Mondfinsternis ist, und zwar am 25. März. Verträge und Erbangelegenheiten könnten jetzt Thema sein. Vielleicht geht es aber auch um eure verbindlichen Beziehungen oder gemeinsame Anschaffungen. In diesem Bereich kann sich euer Karma zeigen, und euch wird bewusst, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie jetzt sind. Bevor ihr jedoch Entscheidungen trefft, bedenkt bitte, dass wir uns jetzt bis zum 8. April in der Finsternissaison befinden, und die Zeit ist ungünstig, um Verträge abzuschließen. Lasst eure Erkenntnisse erstmal sacken und wartet noch ein bisschen ab. Zu den Osterfeiertagen stehen die Sterne perfekt, um sich Themen rund um eure Ahnen zu widmen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und hier kommt der Service-Teil mit dem Gewinnspiel, Tipps und Terminen. Ich hoffe, meine kostenlosen Sternzeichen-Horoskope haben euch gefallen. Wenn ihr euch darin jedoch nicht wiederfindet, dann käme für euch vielleicht ein Horoskop auf der Basis eurer individuellen Geburtsdaten in Frage.
oder eine persönliche Beratung. Allerdings gibt es da eine lange Wartezeit. Auf meiner Homepage könnt ihr euch umfassend über alle PDF-Horoskope und Beratungen informieren. Den Link findet ihr hier auf der Infokarte, in der Videobeschreibung und beim Podcast in den Shownotes. Das derzeit sicher wichtigste Produkt ist mein Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Und das gibt es auch noch bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Transformator Pluto im Wassermann hat eine geheime Verbindung zu Revoluzzer Uranus. Und diese beiden Planeten haben einen starken, langfristigen Einfluss auf die Zukunft. Und das wollen wir uns im Zukunftsworkshop anschauen. Ihr erhaltet langfristige Einblicke und dabei wird auch euer Geburtshoroskop berücksichtigt. Seid ihr dabei? Am 3. April ist es soweit. Deshalb sichert euch euren Platz im Workshop. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der nächste Livestream ist am 18. März und dann können wir uns nochmal intensiv mit der kommenden Finsternissaison beschäftigen. Im Livestream gibt es ein Gewinnspiel und ihr könnt ein persönliches Horoskop als PDF gewinnen. Dafür brauchen wir allerdings eure Daten und ihr müsst mir euer Einverständnis geben. Deshalb meldet euch bitte vorher an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. Diesmal verlose ich eine Mars-Analyse und so spielt ihr mit. Postet mir hier einen konstruktiven Kommentar, zum Beispiel wie ihr die Finsternissaison erlebt. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Vergesst dabei nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier geht's direkt zum Abo. Empfehlen möchte ich euch noch das Video-Special »Ein neuer Karma-Zyklus beginnt« und auch den Livestream »Liebe und Karma« könnt ihr euch nochmal anschauen. Dann seid ihr bestens vorbereitet auf die Themen der Finsternissaison. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen und schöne Ostertage.